Hallo Freunde der tollen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzermap mit Story Holzermap am Tegernsee. Wir sind wieder zurück, Folge Nummer 152. Und wie ihr seht, habe ich den Scheider wieder drin, beziehungsweise den Geo. Ja, ich habe den Geo jetzt wieder aktiviert. Und ihr seht, ne, es ist wieder, wir haben wieder große Unterschiede zwischen Schatten und Licht. Wir haben wieder, ne, sehr hell und sehr grell. Wenn ich jetzt hier aber rauslaufe, ne, dann passt sich das natürlich so ein bisschen an. Ihr seht das, ne, wenn ich hier im Schatten bin, dann wirkt das, was draußen im Licht ist, alles sehr hell und grell. Und wenn ich natürlich raus ins Licht laufe, dann ist es andersrum. Und wenn ich in den Schatten gucke, dann sieht der Schatten noch dunkler aus. Ich habe jetzt den Geo nicht 1:1 wieder aktiviert. Ich habe zum Beispiel die Farbanpassungen aus dem Geo derzeit deaktiviert. Ich habe nur die Licht- und Schattenanpassung, also nur die XML mit dem Lighting, habe ich aktiviert, nicht die XML mit dem Color Grading. Weil, ja, ihr seht, da sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe das vorher so gemacht, dass ich über die Color Grading XML tatsächlich die Schatten ein bisschen heller gemacht habe und die Highlights ein bisschen dunkler und das alles so ein bisschen angepasst und die Sättigung auch ein bisschen zurückgenommen und so. Und ich wollte das jetzt erstmal weglassen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich erstmal gucken wollte, wie das jetzt so aussieht. Und dann habe ich jetzt außerdem auch ein einen sehr vereinfachten Spielfilter an. Ich habe hier nur Schärfen an und ich habe hier nur die Farben an, wo wir hier die Tönungsfarbe und die Temperatur ein ganz klein bisschen anpassen, um eben ein ganz klein bisschen einen wärmeren Ton zu haben. Mir ist nämlich aufgefallen beim letzten Video, dass ich einen extremen Gelbstich drin hatte. Das ist mir aber auf meinem Bildschirm hier gar nicht aufgefallen. Ne? Ich habe hier, ich spiele auf meinem alten Hauptbildschirm, jetzt Zweitbildschirm, ne? Ein 16:9 Bildschirm ist das, weil ne, hier die Aufnahmen für den LS eben immer noch 16:9 sind. Die YouTube-Videos, weil das halt ne, 21:9 auf YouTube ist noch nicht so angekommen. Und ja, deswegen bin ich immer noch 16:9 unterwegs. Und das bedeutet, dass ich eben auf meinem älteren Bildschirm aufnehme. Und ja, mein neuer Bildschirm ist ein 21:9 Bildschirm. Und auf dem sehen die Farben ganz anders aus. Und ich habe hier meine letzten Nvidia Shader Einstellung habe ich hier auf dem alten Bildschirm gemacht. Beziehungsweise auf dem Bildschirm, auf dem ich spiele. Und wo ich dann das Video nachher angeguckt habe auf YouTube, ist mir aufgefallen, dass das ein Riesenunterschied ist und dass das richtig gelbstichig ist, was aber so hier beim Spiel nicht der Fall war. Und ja, nachdem ich mal davon ausgehe, weil mein anderer Bildschirm der teurere ist, der eine bessere Farbwiedergabe hat als mein LS-Bildschirm, vermute ich einfach mal, dass es bei den meisten von euch auch ein bisschen gelbstichig war und entsprechend, ja, habe ich das jetzt hier wieder deutlich zurückgenommen mit der Farbtemperatur, weil das war doch ein bisschen zu extrem. Und ja, ich hoffe mal, dass das jetzt besser ist. Wie gesagt, jetzt haben wir hier den Geo wieder aktiv. So ganz gefällt mir das noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich muss da nochmal hier ein bisschen hin und her probieren. Aber ja, vielleicht kommen wir da irgendwann mal auf den grünen Zweig, bevor der nächste LS rauskommt. Bin mal sehr gespannt, wie das Licht im nächsten LS sein wird. Was man da so bisher gesehen hat, nicht so toll. Was man bisher so gesehen hat, war sehr grell. Vor allem die Texturen, alle sehr cartoonmäßig, ne, wie ein Kinderspiel im Grunde. Oder wieder die mobile Version vom LS. Bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Aber, ja, dann muss man mal sehen, wie es dann wird. So, jetzt haben wir auch erstmal noch eine unbrauchbare Balle. Jupp. Ja, genau, also müssen wir mal sehen, wie es da wird. Und wie, inwiefern und was man genau im nächsten LS dann alles einstellen kann auch. Was ist jetzt los? Ach, ich habe den Gang nicht raus... Hä? Ich hab den Gang rausgemacht, was ist da los? Ah, komisch. Na dann. Was ich eigentlich sagen wollte, genau. Müssen wir dann mal gucken, wie es im nächsten LS wird. Eh wieder alles ganz anders. Aber ich bin hier noch, ich werde noch ein bisschen rumpassen und rumprobieren in diesem LS. So, aber zurück zum eigentlichen. Na, wir sind jetzt hier erstmal am Ballenpressen. Und dann übrigens, na, diese Schatten auf der Haube, das irritiert mich total. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber bei ganz vielen Mods ist es so, dass auf der Haube irgendwo mitten in der Haube der Schatten einfach weg ist. Na, und wenn ich jetzt hier von draußen angucke, ah gut, nee, hier hat er jetzt tatsächlich auf dieser Stelle den Schatten, ne? Ja. Wo er auf sich selber wirft. Aber ganz oft ist es so, dass ab einer bestimmten Entfernung zu der Kamera auf dem Modell die Schatten nicht mehr angezeigt werden. Das sieht dann ganz komisch aus. Aber hier ist der Schatten tatsächlich an der Stelle, wohin gehört. Na gut. So, wir werden jetzt hier mal ein paar Häube anpressen und werden mal sehen, wie viel es überhaupt geben. Wir sind jetzt hier auf der Wiese, auf der wir schon den zweiten Schnitt machen. Das heißt, wir sind hier definitiv mit ein bisschen weniger Ertrag unterwegs wie bei den anderen, aber wir haben jetzt hier schon einige Ballen, von daher ich denke mal, das wird eine gute Heuernte, wenn wir das alles voll reinkriegen, haben wir in der letzten Folge auch schon festgestellt, dass wir uns da definitiv nicht beklagen können. Ja. Ich weiß hier mal weiter, ich denke mal, dass wir
auf einer anderen Wiesen, wo weniger mehr liegt, nicht so schnell fahren können. Und ja, hier am Berg ist natürlich auch immer ein Riesenspaß. Aber hilft ja nichts. Ich mache jetzt was im Allrad an. Und dann machen wir vielleicht mal gleich eine Zeitrafferaufnahme. Ja, machen wir gleich mal. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis gleich. Eieieiei, sind das viele Ballen. Ich bekomme jetzt schon ein bisschen panisch, die Narade noch reinzufahren. Das Wetter sieht morgen nicht so gut aus. Ich denke, wir müssen schon gucken, dass wir die heute noch reinkriegen. Und haben noch ein bisschen was zu tun. Ich habe auch aufgegeben zu zählen. Ne? Wir müssen nachher auf den Ballenzähler genau uns zurückrechnen. Ich habe jetzt hier keinen Trip-Zähler sozusagen, sondern nur einen Allgemeinzähler. Ich habe mir aufgeschrieben, wie viele Ballen es am Anfang waren. Und dann werden wir es am Ende sehen, wie viele Ballen es geworden sind. Aber ja, einige. Sehr viele. Es wird auch spannend, die alle in, also da wird unsere Scheune, glaube ich, mal voll. So voll war die, glaube ich, schon lange nicht mehr. Der Ertrag war wirklich toll. Also da muss man schon so sagen, der Ertrag ist dieses Jahr wirklich traumhaft. Und müssen wir mal gucken. Ich habe ja noch zwei Gänge, Menschenskind. Bin schon von die ganze Zeit so langsam durch die Reihen fahren, bin ich schon fast ein bisschen langsam fahren gewöhnt. Wir müssen echt mal gucken, wie wir das nachher hinbekommen, dass wir die alle reingefahren kriegen. Ich bin am Hin und Her überlegen nicht, ob wir den Anhänger einfach stehen lassen oder ob wir den nur mit dem Frontlader reinfahren. Ne? Jeweils zwei vorne in die Gabel rein und dann herfahren an den Hof, weil es ist ja nicht weit. Ne? Das sind ja drei Wiesen, die direkt im Grunde im Hof liegen. Könnte tatsächlich sein, dass das schneller geht, als jedes Mal einen Anhänger abhängen, umladen und so weiter. Eine andere Variante wäre, wenn mir meine Frau oder mein Schwiegervater hilft, dass wir irgendwie den Eicher an den... Ach, das geht ja nicht wegen der Druckluftanlage, wobei wir haben es ja nicht weit. Na, theoretisch können wir den 366 an den Anhänger hängen und dann müsste man nicht umhängen und könnte so zu zweit fahren. Könnte ich halt mit dem Anhänger nicht auf den bergigen Teil der Wiese fahren, das wäre mir dann ein bisschen zu riskant. So ungebremst, aber hier auf dem Ebenen, das könnte schon gehen.
Das wäre eine Variante, das wäre eine Möglichkeit. Oder wir machen es halt tatsächlich mit, ne, mit einfach nur hier Frontladen und gut ist. Oder halt tatsächlich so eine Anhänger schön abhängen und ne, aufladen und hinterher. Das, wir müssen es mal ausprobieren. Vielleicht probieren wir mal beides aus und gucken einfach, was schneller geht. Na, die Siloballen haben wir ja bisher eigentlich immer so von Hand eingefahren, was halt von Hand mit dem Frontlader. Bevor wir jetzt hier unseren Wickler hatten mit dem Wicklerkomm, wo wir sie dann auch da ablegen konnten, wo wir sie hinhaben wollten. Das ist natürlich doppelt praktisch. Aber vorher haben wir die ja auch mit dem Frontlader hergefahren und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir die Heuballen letztes Mal aufgeladen haben. Aber ganz 1000%ig sicher bin ich mir auch noch nicht mehr. Naja, müssen wir mal gucken. Ja, jedenfalls, das ist so ein bisschen der Plan jetzt im Moment. Und hoffentlich bleibt es halt lange hell, hoffentlich hält das Wetter über Nacht, weil ich denke mal, wir werden bis spät in die Nacht Ballen laden. Mir ist auch eingefallen, dass wir in unserer Ballenscheune gar kein Licht haben und ich jetzt nicht so gut weiß, wie gut die Beleuchtung vom Hoflader ist, weil man muss doch zugeben, dass ich den eigentlich noch nie bei Nacht benutzt habe. Wir haben ja den Hoflader gekauft, da war es im Grunde schon spät im Frühling. Wo die Nächte nicht mehr so so spät, so hell. Was wollte ich sagen? Ihr wisst, was ich meine, ne? Wir hatten jetzt noch nicht die Möglichkeit, was wollte ich sagen? Boah, ihr wisst doch besser, was ich sagen wollte, als ich selber, ne? Ja, genau. Ich wollte sagen, dass wir noch nicht die Möglichkeit hatten, einen Hoflader wirklich bei Nacht zu testen, weil es zum Füttern eigentlich immer schon hell war, seitdem wir den Hoflader haben. Und es so eigentlich nie zu einer Situation gekommen ist, wo wir wirklich im Dunkeln füttern mussten. Und entsprechend, ja, weiß ich nicht, wie das ist. Ob der Hoflader tatsächlich im Dunkeln so funktioniert. Wie ich mir das vorstelle, ne? Oder ob wir da ein paar zusätzliche Lichter noch dran basteln müssten. Wir werden es dann heute Nacht wahrscheinlich feststellen. Und wie gesagt, ich habe kein Licht in der Scheune montiert. Das ist natürlich auch nicht ganz ideal, ne? Unser Hof ist generell nicht ganz so super beleuchtet. Ja, ne, wir haben zwei große Strahler an unserer Hauptscheune und innen drin ein paar Deckenleuchten, aber ansonsten an allen anderen Gebäuden ist wirklich, auch in den Ställen, ist die Beleuchtung echt eher schlecht. Ne? Und ja, bisher hat man da immer Glück, dass man da in der Regel Nacht nicht wirklich ran muss, aber ja, man kann halt auch mal Pech haben, so wie heute. Schauen wir einfach mal, ne? Schauen wir einfach mal. Kann natürlich irgendwie mobilen Strahlen, irgendwie so ein Batteriestrahler aufhängen, ob das dann wirklich was hilft. Bräuchte ja schon an mehreren Ecken ein Licht, sodass halt der Schatten wirft. Und das ist immer das große Problem, dass man halt, wenn man, sobald man im Schatten ist oder sich selber Schatten wirft mit dem Ballen und dem Fahrzeug, dass man da nichts mehr sieht. Von daher müsste schon im Grunde an der Decke an mehreren Stellen ein Licht ran. Ja, ist auch so eine Sache, die man eines Tages mal in Angriff nehmen könnte. Ne? Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch bis gerade gar nicht so wirklich dran gedacht. Ja, im Winter das Füttern sonst, das haben wir immer mit dem Eichel gemacht und der war ja gut beleuchtet und da haben wir ja dem Eichel auch noch zusätzliche LED-Scheinwerfer spendiert, von daher. Das war eigentlich gar kein Problem. Ja. Außerdem ist es auch gar nicht so schwierig, im Winter die Balle zu finden morgens. Man weiß ja, wo die Ballen sind und man sieht ja dann trotzdem genug. Es ist was anderes, wenn man die reinstapeln will, im Vergleich zum Rausstapeln. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Und eine Balle mal rausholen, da kann man sich auch ein bisschen mehr konzentrieren, aber immer 3 Stunden lang oder so, ich weiß nicht, wie lange das heute Abend dauert, 3 oder 4 Stunden Ballen stapeln muss im Halbdunkel, wo man sich extrem konzentrieren muss, das ist natürlich ein bisschen... ein bisschen anders. Das ist, das strengt ein bisschen mehr an, dann auch die Augen und so. Schauen wir mal. Wird schon werden. Mann, ne? Das ist immer so eine Sache, ich weiß nicht. Das Ballenpressen, ne, das macht ja riesen Spaß. Das ist, Heu insgesamt ist immer eine tolle Sache, ne? Das Gras und der Geruch und so weiter, und wenn es dann trocknet und knistert und das ist schön und dann das Pressen ist dann so quasi das Gefühl, man schafft das jetzt. Ne? Das Heu, das ist was geworden, das Wetter hat gepasst und jetzt haben wir schönes Trockenes und dann machen wir das in die Ballen und das ist so das Finale vom Heumachen sozusagen. Aber vorbei ist ja erst, wenn es vorbei ist. Ne? In dem Fall vorbei ist erst, wenn es heimgeräumt ist und eingeräumt ist. Das heißt, ein ganzen Haufen Arbeit kommt danach auch noch. Und das ist, ist so ein bisschen so eine Sache. Eigentlich ist Heu erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ne? Nicht beim Pressen. Pressen ist immer noch mittendrin, weil danach reinfahren ist immer noch ein richtiger Aufwand. Und der Aufwand, der auch nicht ganz so viel Spaß macht. Und man sollte meinen, dass zu dem Zeitpunkt, wenn man die Ballen prisst, dass, was ist das richtige Wort?
die Aufregung quasi verloren geht, weil man hat immer so eine gewisse Grundaufregung, ob das Wetter hält und so weiter. Und wenn dann Heu wirklich fertig ist und man durch ist mit Pressen, beziehungsweise man frisst und sieht, das passt, das Wetter hält noch und so, dann müsste ja eigentlich die Aufregung vorbei sein. Ne? Aber eigentlich ist sie erst vorbei, wenn sie unter Dach ist. Auch wenn es natürlich so ist, dass sie rundballen, wenn die nass werden, das macht denen nicht ganz so viel. Das ist einfach so. Es ist sogar so, dass man die theoretisch draußen liegen lassen kann. Also ich kann theoretisch gar nicht die Rundballen einige Monate draußen liegen lassen. Das bleibt trotzdem Heu. Na, ich muss dann, wenn ich die Rundballen verfüttern will, muss ich die obersten Schichten wegmachen, aber innen drin bleibt das trocken. Na, das Wasser dringt nicht bis nach innen vor, einfach nur durch den Regen. Na, die äußeren Schichten, die werden nass, die trocknen dann auch wieder, werden wieder nass, trocknen auch wieder. Mitunter fangen die ein bisschen an zu schimmeln oder sowas. Deswegen kann man die äußeren nicht verfüttern, selbst wenn es wieder rausgetrocknet ist, oder sollte man zumindest nicht, weil das ist nicht gesund. Aber die Rundballen werden nicht komplett hinüber, nur weil sie ein bisschen im Regen sind. Von daher, ein bisschen Regen macht den eigentlich überhaupt nichts aus. Wenn die einmal kurz nass werden oder sowas, wenn man es nicht reinbekommt, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die lassen die Rundballen lange draußen liegen und die verfüttern das am Ende trotzdem noch. Idealerweise sollte man aber die äußeren Schichten wegmachen. Ist aber natürlich nicht Ziel der Sache. Man möchte ja das Heu vernünftig reinkriegen und man möchte ja auch nicht die Hälfte wegschmeißen. Wenn man da die ganzen äußeren Schichten wegmacht, ist ja auch Blödsinn. Das ist ja nicht unbedingt das, was man letzten Endes machen möchte. Ich möchte schon das Heu, das ich mache und in das ich die ganze Mühe reinstecke, auch vollständig verfüttern können. Und außerdem kommt natürlich auch noch dazu, dass das Heu ja draußen in der Sonne weiter ausbleicht, weiter trocknet, weiter Nährstoffe verliert, wenn es liegt. Klar, das Zentrum, die Mitte von der Rundballe, die bleibt natürlich gut, weil das ist ja gut gepresst in der Regel. Aber das Äußere, na, alles was irgendwie außen ist, auch die Seiten, die nicht unbedingt nass werden und so. Und übrigens dann der Boden schimmelt sowieso, ne, weil von unten natürlich die Feuchtigkeit draufsaugt und nicht weg kann, wenn die auf dem Boden liegen bleibt. Also die gesamte Balle, abgesehen vom absoluten Zentrum der Balle, verliert auf jeden Fall an Futterqualität und manches ist dann so schlimm, dass man es wegwerfen muss. Also es macht keinen Sinn, Ballen draußen liegen zu lassen. Aber es ist zumindest nicht halt so wild. Nicht absolut, es ist zumindest halt so wild. Menschen, es gibt Worte. Ich weiß nicht, was heute los ist. Na, heute ist schon so ein Tag, wo irgendwie das Reden nicht so richtig flüssig ist in der Aufnahme. Ich weiß auch nicht. Aber kriegen wir schon hin. Ne? Wir haben jetzt auch viel Zeit auf der Aufnahme heute. Sehr viel Zeit drauf Aufnahme, wobei so viel auch nicht, aber es waren jetzt hier, vorhin waren es fast 35 Minuten, glaube ich, vom Ballenpressen, was jetzt hier in Zeit drauf Aufnahme gelandet ist. Sind dann so zumindest zwei Lieder oder so Zeit drauf, dann doch ein bisschen länger. Ich dachte eigentlich, ich mache dieses Feld hier auch wieder in Zeit drauf, diese Wiese, sorry. Es ist nun mal so, wie es ist. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen verquasselt und wegen den 2,5 Schwaden lohnt es sich jetzt auch nicht mehr, dass wir noch einen Zeitraffer starten. Also machen wir das jetzt eben so voll fertig und dann gucken wir einfach mal, wie gesagt, das Aufladen und das Heimholen. Wir müssen dann erstmal den Frontlader wieder anhängen und so weiter. Haben wir ja im Voraus noch nicht gemacht. Wenn wir die Zeit gehabt hätten, hätte ich das im Voraus schon gemacht, aber ich war jetzt auch ein bisschen anderweitig beschäftigt. Und entsprechend haben wir das im Voraus jetzt nicht gemacht, müssen wir es also zwischendrin machen. Wir haben aber ja nicht mal die Ballenpresse im Voraus abgeschmiert, obwohl ich das schon machen wollte. Schlimm ist das. Schlimm. So. Vorletzte Reihe. Hier liegt es auch nicht mehr ganz so viel in der Mitte, also quasi der Rest zusammengeschwadet. Und dann sind wir tatsächlich durch mit dem Heupress. Das sind so viele Ballen. So viele Ballen. Ja, ich denke, wir können definitiv vom Herbst was verkaufen. Ja, auf alle Fälle. Aber wir haben definitiv genug. Selbst mit unserem neuen Stall dann. So viel brauchen wir nicht. Übrigens, ne, mit dem Reverser, Rundballen pressen, das macht so Spaß, ne. Sonst aber immer abends so der Fuß vom Kupplung treten, da schon so ein bisschen hat man das dann schon gemerkt im Knie, wenn man sonst so ein paar Flächen Rundballen gepresst hat. Reverser, das, beziehungsweise ein Shuttle, beziehungsweise automatische Reverser. Das ist schon toll. Das ist schon cool. Wir hatten auch übrigens zu dem Thema einige Kommentare. Einige haben gesagt, dass bei Glas in der Bedienungsanleitung wird wohl drinstehen, dass man trotzdem die Kupplung benutzen soll, um die Kupplung zu schonen. Auch wenn das automatisch geht. Weiß natürlich nicht, inwieweit das in der Praxis dann so ist. Auch jemand hat gesagt, dass bei ihrem John Deere das so ist, dass es so extrem ruckartig ist mit dem Reverser, wenn man nicht die Kupplung benutzt, dass die trotzdem immer die Kupplung benutzen. Kann ich jetzt auch nicht so beurteilen, ob das so sein muss. Ne? Ich weiß zumindest schon von der Akkustar getrieben und so, ist es ja eine Einstellungssache auch. Ne? Die kann man relativ weich und relativ ruckartig einstellen. Wenn die ziemlich ruckartig eingestellt sind, dann halten die Kupplung ein bisschen länger, aber fährt sich halt unschön. Und wenn man die weich einstellt, dann werden die Kupplung vielleicht ein bisschen früher verschlissen. Also das ist ganz oft auch eine Einstellungssache. Es kann natürlich gut sein, dass das bei dem John Deere dann in dem Fall auch eine Einstellungssache ist. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich unfahrbar ruckelig ist, weil ne, die haben das ja damals so produziert. Ne? Auch so, dass man das so machen kann. Ne? Dass das so gehört. Von daher
Wobei hier funktioniert es relativ gut. Ne? Ich meine, das ist schon ein bisschen ruckartig, aber es funktioniert relativ gut. Es kann natürlich sein, dass die Kupplungen hier in dem Schlepper auch schon ein bisschen verschlissen sind oder keine Ahnung. Oder da mal jemand dran rumgestellt hat und dass sie dann irgendwann schnell verschleißen. Ich weiß es nicht. Ich benutze ja auch die Kupplung mit. Ne? Also wenn ich sonst so normale Arbeiten mache, benutze ich ganz oft die Kupplung. Aber hier gerade ist beim Rundballenpressen, das war echt angenehm. Ich habe jetzt hier die letzten Stunden pressen im Grunde die Kupplung nur irgendwie 2-3 Mal benutzt oder so. Und das ist schon ziemlich toll. Ja, das ist angenehm, ne? Muss man einfach so sagen. Ne? Komfort ist etwas, das man manchmal ein bisschen unterschätzt und manchmal auch den Stellenwert nicht hat, den es eigentlich verdient. Weil es ist auch ein bisschen wichtig. Ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir wieder schön mittig durchfahren, dass wir vorbeikommen. Perfekt. So, jetzt weiß ich auch nicht, wo wir die Presse jetzt am besten hinstellen. Ich glaube, wir machen das jetzt so, dass wir einfach mal geradeaus durchfahren. Und die Presse hier einfach mal reinstellen, mitten rein. Ein bisschen an den Rand hier. Wir müssen die eh dann sauber mal auspusten und abschmieren und so weiter. Und dann drüben reinstellen, aber hier steht es im Moment, glaube ich, am wenigsten im Weg. So, so machen wir das nämlich jetzt mal. Na komm, da. Und dann werden wir uns mal den Frontlader anhängen. Muss ich mir gerade überlegen, wo ich den hin habe. Den habe ich jetzt aber nicht unten hinterm Eicher stehen, oder? So, das sollte sich ein bisschen lustig hier rauszukommen. Uiuiui. Aber man merkt die Konzentration, ne? Nach 3 Stunden Ballenpressen, wie wir in Warn sitzt. Ja, doch, 3-4 Stunden Ballenpressen, da ist die Konzentration ein bisschen geschwächt. Ne? Wenn man so monotone Aufgaben macht, dann ist irgendwann so ein bisschen, schaltet man so ein bisschen gedanklich ab. Ne? Und ich habe das Gefühl, ich habe tatsächlich den Frontlad unten hingestellt, was natürlich eine ziemlich blöde Idee war. Da müssen wir jetzt erstmal den Eiche beiseite parken und so. Schauen wir mal. Was habe ich denn hier vorne? Ne, ich habe nicht hier vorne ab. Ich habe bestimmt da hinten. Jupp, ich bin da hinten abgestellt. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal den Mischstreuer aufräumen und den Eicher beiseite parken. Ist natürlich jetzt hier eine sehr gute Idee gewesen von mir. Sehr flaue Idee. Halt, hier ist jetzt Abfalllöde runter. Na komm schon. So. Schauen wir mal, wir das ein bisschen hinkriegen. Zumal es ist, nachdem hier der Frontlader steht, auch gar nicht so einfach ist, den Mischstreuer hier rein zu rangieren. Das wird jetzt ein Spaß. Ich weiß nicht, ob wir hier um die Kurve kommen. Raus haben wir es jedenfalls geschafft, aber... ah doch, das geht. Gar kein Thema. Halt! War schon ein bisschen zu sehr eingeschlagen. So. Mist. Jetzt. So, eigentlich könnte man den Eichelkram hier stehen lassen für den Moment. Und steht der oben im Weg rum. Dieses Teil steht jetzt hier im Moment im Weg rum, da müssen wir es auch gleich noch wechseln, dass wir die Ballengabel dran machen. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir den richtig abgestellt haben, dass das gut klappt. Ha, perfekt, so wie es sein soll. 1A. So. Na komm schon. Vielleicht immer rein zu dingsen. Ja, ich weiß, ein Schnellkuppler wäre einfacher. Da habt ihr natürlich recht, als die immer alle einzeln rein zu kloppen. Ja, wir haben den Winkel diesmal echt gut gewählt. Ne? Vorne über den Winkel kann man ein bisschen den Abstellwinkel bestimmen. Und ja, nicht immer ist er so gut gewählt, aber das haben wir jetzt diesmal echt gut gemacht. So, jetzt überlege ich mir mal. Wisst ihr was? Ich lasse das Teil jetzt auch direkt hier stehen. Warum nicht? So. Da
Scheiße, Palettengabel, wo haben wir denn die Ballengabel hin? Die haben wir, glaube ich, oben hingestellt. Jupp, da drüben ist sie. Perfekt, damit wären wir da einsatzbereit. Ja, ich habe immer noch nicht so wirklich Joystick gewöhnt, ne? Jetzt gehen wir mal eben den Hochlader noch so weit einsatzbereit machen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da auch vollends die Gabel befestigen. Wo haben wir da die Ballengabel überhaupt hin? So. Und ja, lichttechnisch wird, glaube ich, hier echt schwierig. Weil ihr seht, ne, der hat oben halt überhaupt gar keine Scheinwerfer, nur hier unten. Also ich glaube, das wird kein Spaß. Ja. Perfekt. Ah, hoch, nanu. Okay. Alles gut? Ja, alles gut. So, wir sind soweit, ne? Wir sind einsatzbereit. Wie gesagt, mit dem hier müssen wir die dann nachher hier reinfahren. Und ich denke mal, dass wir die jetzt einfach hier mitten in den Hof reinstapeln. Dann mit dem Frontlader, wenn wir sie nur mit dem Frontlader ohne Anhänger fahren. Und dass wir dann hier, in diesem Teil hier, hier reinkutschieren. Wir müssen jetzt hier auch gerade mal gucken, ob wir nicht nochmal ganz kurz ein bisschen umsortieren. Wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Komm, das machen wir noch geschwind. Jetzt haben wir hier ne, die alten Ballen vorhin rübergepackt. Da sind sie nicht so sehr im Weg. Und dann haben wir hier quasi diesen ganzen Bereich frei, wo wir dann hier mal hinstapeln können. Zur Not können wir das ja auch noch wegpacken, wenn wir hier so weit vorkommen. Aber nachdem wir jetzt hier das schmale Gerät haben, dann wir konnten ja früher im Grunde nur hier so seitlich stapeln, weil hier in der Mitte der Schlepper durch musste. Aber mit diesem schmalen Gerät können wir theoretisch bis hier reinstapeln, ne, und können hier haben wir immer noch einen Weg. Und wir können theoretisch hier auch noch voll stapeln. Also wir können da hier jetzt wirklich viel reinbringen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, der Platz geht uns nicht aus. Ja, legen wir mal los mit den Ballen stapeln, aber ich würde mal sagen, wenn ich jetzt hier so auf die Zeit schaue, haben wir tatsächlich schon wieder eine Folge fertig. Ja, würde ich mal sagen. Wir haben ja gesagt, wir bleiben mal unter 30 Minuten oder gucken mal so auf die 30 Minuten und ich denke mal, dass wir da wieder in diesen Bereich gekommen sind jetzt mittlerweile. Ich weiß es nicht, ich schätze mal, dass wir auf die ungefähr 25 Minuten jetzt im Moment sind. Ja, Moment, ich mache mal eben die Kiste aus. Die muss jetzt hier nicht die ganze Zeit laufen. Und ja, dann würden wir mal sagen, machen wir das mal so, dass wir die Folge beenden und dass wir dann in der nächsten Folge ans Einfahren der Ballen gehen. Ja, da haben wir schon Bock drauf, ne? Also haben wir das, hoffentlich. Hoffentlich habt ihr auch Bock drauf, ne? Guckt bei der nächsten Folge wieder mit rein. In diesem Sinne würde ich mal sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und in diesem Sinne auf Wiedersehen. Und tschüss.